Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich möchte Sie ganz herzlich hier am Hamburger Institut für Sozialforschung begrüßen und ich will heute mit Ihnen über ein Buch sprechen, das wahrlich keine Neuerscheinung ist, sondern eines, das vor mehr als 30 Jahren, nämlich 1988, publiziert worden ist. Es handelt sich um Klaus Fondungs »Die Apokalypse in Deutschland«, erschien 1988 bei DTV und mit einem sehr schönen Titelbild von Ludwig Meidner, eine apokalyptische Landschaft, verziert, sodass der Leser, die Leserin sofort weiß, um was es sich handelt. Es geht also um die Apokalypse, um apokalyptische Vorstellungen, also um bestimmte Erlösung oder Endzeithoffnungen und Erwartungen, die in der Geschichte gehegt worden sind. Und man kann sich natürlich jetzt fragen, warum interessiert sich ein Institut wie das unsere, das Hamburger Institut für Sozialforschung, für apokalyptische Vorstellungen? Zwei Gründe sprechen mindestens dafür. Erstens, vielleicht wissen einige von Ihnen, dass wir uns hier am Institut seit einiger Zeit mit sozialen Prozessen beschäftigen. Und in diesem Zusammenhang spielen dann auch immer Fragen der Temporalität, der Zeitlichkeit, von unterschiedlichen Erwartungshorizonten von Akteuren eine große Rolle. Und in diesem Zusammenhang interessiert uns dann beispielsweise, welche Zukunftsvorstellungen, welche Erwartungen beispielsweise soziale Bewegungen in den 1960er Jahren hatten. Welche Zukunftsvorstellungen hatten beispielsweise terroristische Gruppen? Welche Erwartungen hatten Teile der Umweltbewegung in den 70er und 80er Jahren? Ja, nur wenn wir darüber auch Bescheid wissen, können wir unter anderem auch verstehen, warum bestimmte Protestformen oder auch Gewaltformen so aussahen, wie sie dann tatsächlich auch geschehen sind. Dies ist der erste Grund, warum man sich mit diesem Buch von Klaus Fondungs beschäftigen sollte. Aber es gibt auch noch einen zweiten, vielleicht sehr viel aktuelleren Grund. Wie Sie vermutlich ja auch mitbekommen haben, gibt es bei verschiedenen Bewegungen oder Teilen von Bewegungen, die man unter dem Titel Anti-Corona-Proteste derzeit zusammenfasst, auch massive apokalyptische Vorstellungen, Endzeiterwartungen, dass aufgrund der staatlichen Maßnahmen, was weiß ich, die Demokratie am Ende ist, die ein neues Zeitalter heraufbrechen wird, wie auch immer, sodass sich auch hier sozusagen bestimmte apokalyptische Vorstellungen letztendlich häufen. Und die These könnte einfach sein, dass die Lektüre dieses Buches von Klaus Fondung uns helfen könnte, das, was derzeit auf den Straßen der Welt passiert, besser einzuordnen. Um was geht es in diesem Buch von Klaus Fondung? Das Buch ist deswegen gut lesbar und auch in gewisser Weise eingängig, obwohl es sich sicherlich nicht mit ganz einfachen Themen beschäftigt, weil es klare Unterscheidungen macht. Es beginnt mit klaren Unterscheidungen in Bezug auf Apokalypse einerseits, Utopie andererseits. Wie unterscheiden die sich eigentlich? Was ist denn der Unterschied zwischen Apokalypse, Eschatologie und Chiliasmus? Gibt es dort Unterschiede und was genau sind die Unterschiede? Was sind messianische Bewegungen? Was ist Messianismus? All dies wird in diesem Buch, glaube ich, sehr plausibel dargelegt und gut nachvollziehbar dargelegt. Und es wird natürlich ganz deutlich gemacht, dass Endzeiterwartungen, Erwartungen über das Ende der Welt und das Kommen einer neuen Zeit, eines sozusagen neuen göttlichen Zeitalters, natürlich religiöse Hintergründe haben. Ja, also man findet apokalyptische Erwartungen natürlich in der Bibel, man findet sie in verschiedenen Kulturen, aber Fondung weist unter anderem auch darauf hin, dass vor allem seit der Reformation und dann vor allem beginnend mit dem nationalistischen Diskurs in Deutschland, aber natürlich nicht nur in Deutschland, im 19. Jahrhundert auch apokalyptische Denkfiguren in die Politik eingeströmt sind. Und er stellt in diesem Zusammenhang dann eben auch die Frage, ob sich diese religionshistorischen apokalyptischen Denkfiguren tatsächlich auch säkularisieren lassen, also gut umsetzen lassen oder überhaupt umsetzen lassen, in politische Ideen. Ja, er ist an manchen Stellen skeptisch, an manchen Stellen bejaht er diese These und er untersucht dann vor allem an literarischen Quellen, also an der gehobenen Literatur,
von der Zeit etwa von schwerpunktmäßig 1870 bis etwa 1945, diese Art von Literaturen, inwieweit sie unter anderem apokalyptisches Gedankengut zum Ausdruck bringen. Fragt, welche Romane beispielsweise apokalyptisch bezeichnet werden können und welche nicht. Fängt an, deutlich vor 1870, unter anderem mit Lessing, geht auch unter anderem auf Marx ein, fragt, welche apokalyptischen Vorstellungen in bestimmten Texten von Marx herrschen und diskutiert dann in erster Linie nationalistische Literatur im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und dann auch künstlerische Strömungen, wie beispielsweise den italienischen Futurismus oder auch den Frühexpressionismus in Deutschland, auch den Dadaismus vor dem Ersten Weltkrieg, inwieweit dort eben Endzeiterwartungen artikuliert wurden, inwieweit beispielsweise auch ein Krieg imaginiert wurde, der dann sozusagen eine neue Zeit heraufbringen sollte, um die alten Strukturen zu zerschlagen und so weiter und so fort. Und es kommen dann nach dem Ersten Weltkrieg auch eine ganze Reihe von Autoren zu Wort, wie Ernst Bloch beispielsweise, aber auch wie Ernst Jünger, die unter anderem dieses apokalyptische Gedankengut wiederum transformiert, letztendlich weitertragen. Eigentlich endet die Darstellung 1945, also mit der nationalsozialistischen Zeit. Das Buch ist sehr stark auf Deutschland konzentriert, aber es endet auch nicht wirklich da, weil der Autor dankenswerterweise immer auch noch Ausflüge macht bis in die Gegenwart. Und er fragt zum Beispiel, inwieweit bestimmte Vorstellungen von Ernst Jünger, also einer Galionsfigur der Rechten, auch aufgegriffen wurde in dem Diskurs von Post-1968. Inwieweit bestimmte Gedankengänge von Jünger letztendlich auch Eingang gefunden haben in die RAF, ja, also in terroristische Bewegungen. Das Buch, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist gut zu lesen. Es bietet eine unglaubliche Fülle an Material, ist gut geschrieben, liest sich deswegen auch flüssig und es hilft, und damit komme ich zu meiner Anfangsthese zurück, bestimmte Dinge, die aktuell eben im Rahmen von Corona-Protesten beispielsweise passieren, letztendlich auch besser zu verstehen. Es hilft zu verstehen, warum bestimmte Akteure aus vielerlei Hinsicht vielleicht irrational bestimmte Vorstellungen von Zukunft haben, warum bestimmte Akteure glauben, säkular zu sein, eigentlich einem starken religionshistorischen oder religiösen Hintergrund verhaftet sind. Und all dies, glaube ich, lohnt die Lektüre eines, ja, fast 500 Seiten dicken Buches. Und es macht diese Lektüre, glaube ich, zu einem wichtigen Bildungserlebnis, um aktuelle politische Lagen besser zu verstehen. Deswegen lege ich Ihnen dieses Buch zur Lektüre ans Herz und ich bin sicher, wir am Hamburger Institut werden über dieses Buch auch einige Zeit noch diskutieren. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.